Hallo meine Enthusiasten. Ja, wie ihr in der Vorschau bzw. auch schon in der Beschreibung gelesen habt, geht es heute rund um das Thema Autobatterie. Einige Zuschriften von euch haben mich erreicht, die gefragt haben, Mensch, Micha, gibt es da irgendwelche Zusammenhänge? Mein Fahrzeug springt halt gerade jetzt bei den kalten Temperaturen immer wieder schlechter an. Oder es auch Zuschriften waren, Mensch, Micha, mach doch mal eine Alternative zur Autobatterie. Ich war bei Hyundai, die wollten bei Hyundai für die Start-Stopp-Batterie 320 Euro haben. Ja, diese ganzen Fragen klären wir heute. Einbau natürlich zeige ich euch auch die Unklarheiten, die immer wieder sind in den Facebook-Foren mit Anlernen etc. Das machen wir heute, darum habe ich mir hier heute schon eine Batterie besorgt. Unbedingt natürlich dranbleiben bis zum Ende des Videos, da gibt es auch wieder was zu gewinnen. Von daher viel Spaß mit dem Video. Ja, egal ob Winter oder Sommer, wenn die Batterie im Fahrzeug ihr Lebenslimit erreicht hat, dann steigt sie aus. Im Winter natürlich, wie ihr alle immer merkt, passiert es natürlich häufiger, gerade wenn man viel Kurzstrecke zum Beispiel fährt, die ganzen Verbraucher anhat, Licht, Sitzheizung, Heckscheibenheizung und so weiter. Und wie gesagt, wenn halt nur Kurzstrecke möglicherweise fährt, dann wird die Batterie nie vollständig aufgeladen, was natürlich dazu führt, dass so eine Batterie eher natürlich seinen Geist aufgibt und nicht mehr die volle Kapazität zur Verfügung hat. Bei mir am Fahrzeug hier ist es natürlich so, mein Fahrzeug ist jetzt knapp 3 Jahre alt. Auf der Autobatterie gibt es sowieso bloß 2 Jahre Garantie. Also da gibt es immer so ein bisschen Unklarheiten. Auch in den Facebook-Foren wird dann immer geschrieben, wie gesagt, ihr habt da keine volle 5 Jahre Garantie drauf, sondern nur maximal 2 Jahre Garantie. In den zahlreichen Facebook-Video-Foren etc. wurde ja in den letzten Tagen, gerade bei den kalten Temperaturen, 20 Grad, 17 Grad minus, relativ viele Fehlerquellen gepostet, wo beim Starten nur noch ein komplettes Mäusekino im Armaturenbrett zu sehen war und der Wagen nicht mehr angesprungen war. Ja, warum? Weil die Batterie alle ist. Mein Fahrzeug, wie gesagt, ist jetzt 3 Jahre alt. Und wenn der 2 bis 3 Tage steht, egal ob es jetzt draußen warm ist oder eben halt wie die kalten Temperaturen waren, ja, dann ist eigentlich, also ich kriege ihn noch gestartet, aber er zeigt mir wunderbar auf meinem USB hier Zigarettenanzünder, ist so eine Spannungsanzeige mit drin, zeigt er mir an, dass dort nur noch immer so 11,3, 11,4 Volt sind. Es reicht gerade noch so aus, obwohl eigentlich 11,3 Volt schon tiefenentladen sind. Ja, also ist die Batterie platt, habe ich gesagt, okay, aufgrund der vielen Zuschriften von euch gucke ich mal nach einer Alternative. Ich hatte es ja auch schon mit dem Laden probiert. Ich hatte mir da so ein Ladegerät hier besorgt, womit man auch eine Repair-Funktion machen kann. Ist übrigens nicht schlecht, das zeige ich euch nachher nochmal kurz, wie das auch funktioniert, besorgt, um eben halt die Batterie zwischendurch auch mal aufzuladen. Aber wenn ich die dann wirklich 5-6 Stunden aufgeladen habe und sie dann wieder bei 12,7, 12,8 Volt dann war, da hat man gemerkt, wir hatten einen halben Tag gestanden und dann ist die Spannung schon wieder unter 12 Volt runtergegangen. Deshalb heute auf jeden Fall verbauen wir hier eine neue. Womit man natürlich das so ein bisschen prüfen kann. Zum einen, weil wie gesagt im Fahrzeug, wir haben ja keine Spannungsversorgung im Fahrzeug verbaut, wo man ein Feedback bekommt, wie weit ist jetzt die Batterie überhaupt. Dazu könnt ihr euch hier so einen kleinen Zigarettenanzünder besorgen mit zusätzlich 2 USB-Anschlüssen drin und der zeigt euch dann entsprechend hier mit die Spannungsversorgung an. Also wenn ihr dann morgen startet, seht ihr gleich beim ersten Mal Zündung anmachen, wie viel Spannung auf euer Fahrzeug noch drauf ist. Ja, da gibt es eine Faustregel, wie so ein Zustand von einer Autobatterie dort bewertet werden kann. Die Batterie ist in einem guten Zustand, wenn die Spannung dauerhaft zwischen 12,4 und 12,7 Volt liegt, auch im Ruhemodus, wenn das Fahrzeug längere Zeit steht, sollte der Wert unter 12 Volt fallen. Nach 3, 4, 5 Tagen stehen zum Beispiel, dann ist es höchste Zeit, dass die Batterie, wie gesagt, geladen oder ersetzt wird. Um einen vorzeitigen Batterietod natürlich entgegenzuwirken, sind ein paar Dinge zu beachten, oder 2 eigentlich erstmal. Zum einen natürlich sollte man die Spannung immer im Blick behalten, weil wir ja keine Spannungsanzeige drin haben. Zum zweiten natürlich ein ordentliches Ladegerät. Das heißt, wenn ihr seht, dass eure
Batterie, sag ich mal, nur noch auf 12,2, 12,3 Volt nur noch liegt, dann empfehle ich natürlich hier ein vernünftiges Ladegerät euch zu kaufen. Die ja, kosten auch nicht mehr die Welt. So ein Ladegerät liegt so um die 20 Euro. Hier zum Beispiel ist eins mit einer Repair-Funktion auch drin. Ihr könnt das entsprechend anschließen. Wenn zum Beispiel bei 12 Volt dauerhaft liegt, könnt ihr hier die Repair-Funktion nutzen. Das klemmt ihr es entsprechend an, geht auf Repair. Dann dauert dieser ganze Vorgang mit Reparieren und dann wieder vollständig laden ungefähr circa 12 Stunden. Und er versucht die einzelnen Zellen durch Impulsladung wieder ja, zu mobilisieren, dass ihr wieder die vollständige Kapazität habt. Dieses Ladegerät hier verlinke ich auch nochmal in die Beschreibung unten rein, ist ganz gut. Das könnt ihr auch im eingebauten Zustand, also ihr müsst das Fahrzeug hier nicht abklemmen, wurde mir vom Hersteller hier versichert, dass da nichts passieren kann, auch nicht mit dem Kammbus und den Steuerteilen bei uns. Also wie gesagt, im eingebauten Zustand müsst ihr nicht extra die Batterie ausbauen oder abklemmen, sondern einfach nur anklemmen und ja, Netzstecker rein und ja, 3, 4 Stunden warten ungefähr, dann ist die Batterie wieder voll, je nachdem, wie tief sie entladen ist. Ja, wir haben ja bei uns hier im Fahrzeug eine, wie gesagt, 12 Volt 70 Amperestunden dort verbaut. Ja, mit den Maßen, die sind hier in der Länge 27,8 cm, in der Breite 17,5 und in der Höhe 19 cm. Ich habe dazu natürlich mal geschaut nach zwei Alternativen, nicht nur für euch, für mich natürlich auch, was es da auf dem Markt so gibt. Da habe ich einmal die Blackmax AGM für knapp 115 Euro, ebenfalls 70, maximal 75 Amperestunden in Schwarz, so dass sie sich natürlich hier hervorragend in den Motorraum mit einfügt. Und wer natürlich auf Marke steht, der kann sich die von Varta mit den gleichen Abmessungen, ich blende die natürlich noch mal kurz ein, ebenfalls mit 70 bzw. 75 Amperestunden dort kaufen. Die Links zu den beiden Batterien findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, von den Kapazitäten her sind beide gleich. Wie gesagt, die Blackmagic AGM wie auch die Varta, die haben beide Start-Stopp-tauglich sind, worauf man natürlich auch ganz achten muss. Also kauft davon nicht unbedingt die billigere Version. Die kostet nämlich bloß 76 Euro, aber die ist nicht für Start-Stopp geeignet. Ja, bevor wir die alte Batterie dort ausbauen, beziehungsweise vorher natürlich nochmal durchmessen, packen wir die neue mal aus. Ich habe es natürlich schon mal aufgemacht, um reinzugucken, ob es natürlich auch heil ist und wie es so aussieht, wie so eine Batterie dann letztendlich kommt. Also ich war erstaunt. Gewichtstechnisch liegen sie alle gleich. In der Größenordnung bei der Batterie sind die alle so bei circa 20 Kilo. Auch die Originale. Wie ihr seht hier, ja, die ist wunderbar ausgeschäumt, hier, so dass da auch nichts passieren kann, dass die natürlich auch so einen Transport vernünftig und heil übersteht. Deshalb, ich habe schon mal nachgeguckt hier, ob sie heil ist. Und wie ihr seht, einen wunderbaren schönen Schwarz. Also ich habe mich nicht für die Varta entschieden, sondern hier für die wunderbare oh, 20 Kilo Start-Stopp-Batterie hier von Blackmax AGM mit Start-Stopp. Und wie ihr seht, 12 Volt, 75 Ampere, haben wir also wieder genug Power, dass das Fahrzeug wieder vernünftig anspringt. So, dann kommen wir mal zum Einbauen, legen wir das hier mal beiseite, messen wir vorher die alte Batterie nochmal durch, um zu vergleichen. Und dann zeige ich euch, worauf ihr achten müsst, wie ihr die alte ausbaut, einbaut etc. So, um auch gleich mal zu gucken, wie der Ladezustand mit von so einer neuen Batterie, wenn ihr die bestellt, dann auch ankommt, messen wir die auch mal durch. Und wie ihr seht, die kommt mit 12,7 Volt, also im Ruhezustand. Die wird ja auch schon ein paar Tage liegen. Dementsprechend hat sie hier schon sozusagen quasi ihre volle Kapazität, dass wir die auch nicht mehr laden müssen und gleich im Fahrzeug verbauen können. Wie gesagt, mein Fahrzeug steht jetzt hier schon ein paar Tage. Werden wir erstmal die Folabdeckung abnehmen. Die liegen da beiseite, die brauchen wir natürlich mal. Und auch mal hier die Kapazität nochmal messen. Ich habe es ja drinnen schon mal, hatten wir ja schon geguckt, gerade an dem USB-Adapter. An den Zigarettenanzünder hat er angezeigt, wie gesagt, nur noch 11,3 Volt. Ja, mehr wären es jetzt, ja, sind, wenn wir jetzt hier mal gucken, warte mal, kriegen wir es hier irgendwie eingeklemmt. Genau, dass ich es hier eingefangen kriege für euch. Irgendwo mal ein bisschen reinklemmen. Ja. So, dann werden wir sehen, oder wie ihr seht,
habe ich gerade mal noch eine Kapazität nach 2 Tagen stehen von 11,3 Volt. Wie gesagt, mehrfach geladen, bringt also nichts mehr. Tauschen wir sie jetzt aus. Was brauchen wir natürlich alles, um die Batterie auszubauen? Auf jeden Fall entweder 10er Maulschlüssel oder ich habe hier eine 10er Nuss mit einer kleinen Knarre und natürlich eine 13er Nuss mit einer Verlängerung, um hier die entsprechende Arretierung bzw. die Befestigung der Batterie, die ihr hier sehen könnt, dort auch zu lösen und natürlich wieder festzuschrauben. Wie gesagt, dafür brauchen wir hier eine 13er Nuss. Ja, im Umkehrschluss fangen wir natürlich erstmal an. Erstmal natürlich ganz wichtig, die Masse hier abzuschrauben. Halt, bevor wir hier machen was anders, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Wir schrauben erstmal hier die Arretierung raus. Oh, die ist ja schon lose. Ich war es nicht. Ich habe es nicht gemacht. Die war schon lose. Ihr müsst ja bloß ein bisschen aufpassen, dass euch die Schraube hier natürlich nicht reinfällt. Hier ganz vorsichtig reingreifen. Wenn man natürlich dicke Finger hat, fragt die Frau, ob sie hier die Arretierung, weil die brauchen wir ja wieder. Obwohl, nee, da hat Hyundai schon mitgedacht, wie ihr seht. Hier bei der Arretierung, kann sie nicht rausfallen, weil hinter ist so eine kleine Pertinaxe geriffelte Scheibe mit dran, sodass hier ihr das ganze Teil in einem rausziehen könnt und ja, nicht in den Motorraum fällt und ihr sie suchen müsst. Ja, wunderbar, Hyundai. Wieder mal ein kleiner Pluspunkt. Ganz wichtig natürlich als allererstes, die müssen wir erstmal wieder aufklappen. Ganz wichtig als allererstes den Massepol von der Batterie hier trennen. Also nicht erst den Pluspol, sondern hier den Massepol trennen und so weit aufschrauben, bis ihr schon merkt, dass hier der Pol, ja, der ist leicht ein bisschen eingesifft, wie er sich öffnen lässt, genau, und sich abnehmen lässt. Genauso in umgekehrter Reihenfolge hier dann jetzt auch den Pluspol lösen. Ihr merkt schon, das Ganze löst sich hier schon. Also jetzt nicht hier an der 13er Schraube, wo die Hauptsicherung mit dran ist, hier praktisch abschrauben, sondern wirklich nur die 10er Mutter hier lösen, bis sich das Ganze hier entsprechend auch lösen lässt. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen hoch und das nachher ein bisschen beiseite legen, dass wir hier auch rankommen. Das ist nämlich nicht so toll. So, das Massekabel, das klemmen wir mal hier an der Seite hinter. Und da ist natürlich hier mit dem Kasten ein bisschen blöd, weil man da kommt, man ehrlich gesagt, die kriegt man nicht weiter rangezogen, auch nicht weiter getrennt hier. Da ja, müssen wir versuchen, dass wir die hier so ein bisschen leicht schräg hier rauskriegen. Die Batterie dazu. Jetzt müssen wir das mal hier ein bisschen. So, wie gesagt, ihr kanntet das hier ein bisschen an der Seite. Schön wäre es natürlich, wenn ihr zwei helfende Hände habt, die leicht so ein bisschen von der Seite rausnehmen. Und dann seht ihr natürlich auch, wie die Batterie hier auch schon entnommen ist. Ja, den Schutz, den machen wir aus der alten Batterie natürlich rüber. Jetzt gucken wir hier auch gleich mal rein, wie es hier drin aussieht. Dann werden wir natürlich da erstmal den Staub und Dreck hier so ein bisschen gleich rausmachen. Und ja, sieht auf jeden Fall hier alles trocken aus, auch im Motorraum selber. Gucken wir gleich natürlich nochmal eine Sichtprobe schon machen, ob hier irgendwas ölig ist oder nicht. Sollte natürlich nicht sein, denn der Wagen war ja gerade erstmal bei der Durchsicht. Beim Reinmachen der Batterie auch unbedingt darauf achten, hier in der Halterung, wo die Batterie nachher drauf liegt, ist hier hinten so ein kleiner Rand drin. Da wird die Batterie, zeige es euch mal, der Rand hier, der wird dann praktisch sozusagen quasi die Batterie hier untergeschoben und dann hier vorne dann arretiert mit der Verschraubung, sodass sie hier auch nicht drin hin und her wackeln kann oder nach links und rechts. So, hier haben wir ja wie gesagt die neue, entsprechend auch wieder in Richtung, dass die Pole nach hinten zur Fahrzeuginnenraumwand liegen. So, dann nehmen wir mal das Ungetüm hier gleich wieder rein. Ein bisschen leicht seitlich, habt ihr ja schon gemerkt, hier drinnen. So, jetzt müssen wir hier natürlich richtig reinstellen und hier nach vorne ranschieben. Ihr merkt, dann geht es dann auch irgendwann nicht mehr weiter. Und wenn ihr die
versucht hier hinten anzukippen, also nach vorne zu kippen wollt, merkt ihr schon, die sitzt hier hinten fest drin. Ja? Also da kann nichts mehr passieren. Ja, ein Kippetest ist, so wie gesagt, schon so weit entsprechend drin, dass er schon fest ist. Jetzt muss man hier natürlich den Pluspol abmachen. Und jetzt komme ich gleich mal zu 1. Wenn wir die erstmal natürlich gleich wieder draufschrauben. So. Und den Pluspol hier auch gleich. Ui, der hat schon Zunder drauf. Dass wir schon mal wieder Strom entsprechend drauf haben. Hier das kleine Kabelchen, was ja aus der Arretierung raus ist, machen wir wieder rein. Und ein Ölzettel legen wir auch rein. Jetzt haben wir erstmal wieder Strom. Wie gesagt, eine umgekehrte Reihenfolge. Erst Pluspol rauf und zuletzt Masse. Beim Abbauen erst die Masse abschrauben und dann zum Schluss Plus anbauen. Plus zuerst ran und Masse zum Schluss ran. Jetzt werden einige sagen, Micha, du hast gar kein Polfett dran gemacht. Ja, ist richtig. Polfett kommt ja auch erst hinterher rauf, weil, jetzt könnt ihr mich natürlich steinigen. Wenn man das Polfett soll nur dazu da sein, wenn man es oben einschmiert, also den oberen Bereich hier. Das hat Hyundai hier auch nicht ganz so korrekt gemacht. Also die haben es richtig schön krass eingefettet. Wenn um den Batteriepol richtig fett dieses Batteriepolfett drauf ist und dann erst der Pol zur Batterie drauf gemacht wird, dann ist das wie eine Art Isolator. Das heißt, der Strom kann schlechter fließen. Zur Folge, dass der Wagen schlechter anspringt oder sonstiges. Deshalb die Batteriepole selber an solches ringsrum sollten Fett, Staub und Dreckfrei sein und natürlich auch kein Polfett enthalten. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite. So, jetzt haben wir beide festgezogen hier, also wieder handfest, also jetzt hier nicht mit einem Drehmomentschlüssel oder sonstiges beigehen. Handfest reicht. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen handelsübliches Batterie-Polfett, müsst ihr jetzt nicht so eine ganze Tube kaufen. Es gibt es auch in kleinen Päckchen, kosten, weiß ich nicht, 1 Euro oder so, Batterie-Polfett. Wie gesagt, schützt vor Korrosion. Schmiert ihr hier oben ein bisschen was rüber, leicht. Ja. Beim Pluspol genauso. Macht ein bisschen was drauf. Und gut ist, wie gesagt, nicht um die Pole rum. Das ist nicht so gut. Aber obendrauf auf jeden Fall. Ja, wenn die beiden verschraubt sind, können wir hier auch schon wieder zumachen. Und hier natürlich jetzt wieder dann die Arretierung hier reinfummeln. Was natürlich hier gar nicht so einfach ist, wenn man, wie gesagt, etwas dickere Finger hat. Aber das kriegen wir wohl schon hin. Ein bisschen fummeln hat noch keinem geschadet. So, dann liegt sie natürlich hier wunderbar auf. Dann können wir auch schon die Nuss wieder nehmen. Und die Batterieklemme sitzt auch direkt auf der Halterung drauf. Erstmal mit der Hand vernünftig, dass wir hier keinen Schaden haben, dass die vielleicht schief sitzt, die Schraube. Ja, und auch leicht hier entsprechend anziehen. Nicht fest auf jeden Fall, aber nicht zu fest. Ne? Also da auch nicht mit dem Drehmoment ran gehen, dass ihr unter Umständen das Batteriegehäuse dort beschädigt. Aber auch natürlich nicht so locker, wie sie verbaut war. Das sollte nicht sein. So, jetzt machen wir mal einen Test. Und wie wir sehen, ist die Batterie hier vernünftig fest. Schutz wieder drum, beide Pole drauf. Können wir starten. Ja, dann sind wir mit dem Einbau auch schon fertig, der Batterie, alles wieder aus dem Motorraum entfernen, Batterie fest, Schutzdrum, alles erledigt, Pole sind fest. Ah nee, halt, stopp, Mensch, zu voreilig wieder mal, ne, wenn man es voreilig ist. Was fehlt hier noch? Ihr seht, die Pluspolabdeckung, die hier oben drauf liegt. Die machen wir natürlich auch noch drauf. Na, da sehen wir, hier sind wunderbar die Löcher entsprechend schon mit drin in der neuen Batterie, dass die hier auch mit reinpasst. So, jetzt haben wir beide Pole wieder drauf. Und das war's eigentlich schon. Dann können wir den Klapp auch wieder zumachen und mal versuchen zu starten. Mal rein ans Fahrzeug und gucken wir mal. Wie gesagt, die Werte haben sich jetzt nicht verändert. Also ihr solltet keine Probleme haben, dass hier irgendwelche
Sachen verloren gegangen sind an Einstellungen, das speichert er auch noch eine Weile ab. So, jetzt machen wir erstmal, ich zeige euch erstmal den Test sozusagen, wie das Fahrzeug war, wo die Batterie alle ist, wie er da angesprungen ist. Starten wir jetzt mal das Fahrzeug mit der neuen Batterie. Uiuiuiui. Das ist natürlich kein Vergleich zu vorher. Der Wagen ist sofort angesprungen, als ich nur schon den Finger direkt auf den Starttaster dort gelegt habe. Kommen wir natürlich gleich zum Wichtigen, und zwar zum Start-Stopp. Da fragen ja viele, muss es angelernt werden, ja oder nein? In der Regel ist es bei Hyundai so, dass das Energiemanagementsystem und das Steuerteil, die neue AGM-Batterie, vorausgesetzt ihr habt eine AGM-Batterie gekauft, sich selbst anlernt. In der Regel dauert das circa 4 bis 12 Stunden und dazu muss das Fahrzeug stehen, komplett verschlossen sein, Fenster, Türen zu, verschlossen und natürlich auch die Motorhaube. Also da müsst ihr unbedingt drauf achten. Bei manchen Modellen muss die AGM-Batterie, je nachdem, was es für ein Herstellertyp ist, im Steuerteil kodiert werden. Da sind dann oben so eine kleinen Aufkleber drauf. Dann bleibt dann eben halt nur der Weg in die Werkstatt. Und der Code, der dann auf der Batterie steht, wird dann über die ODB2-Diagnoseschnittstelle eingetragen und initialisiert und dann damit die neuen Parameter entsprechend auch angelernt. Ja, das war's eigentlich. Sparen wir uns eine Menge Geld. Ja, wenn es klappen würde. Deshalb, wir werden es jetzt gleich testen, machen uns auf den Weg und fahren eine Runde, dass das Auto schön warm ist und dann schauen wir, ob es Start-Stopp funktioniert. Direkt jetzt gleich nach dem Batteriewechsel. Wir lassen uns einfach überraschen. Oh Mensch, ein Träumchen wieder anspringt. Da wollen wir gleich mal ein bisschen warm fahren und einfach mal schauen. Oh, jetzt können wir hier ausmachen. Mal warm fahren, um zu schauen, ob die Start-Stopp-Automatik funktioniert. Dafür wisst ihr ja alle, muss der Wagen ja entsprechend auf Betriebstemperatur sein. Weil wenn der Wagen natürlich nicht auf Betriebstemperatur ist, funktioniert sie ja nicht. Ansonsten haben wir schon geschaut, gab es jetzt keine Einschränkungen. Das heißt, waren jetzt wirklich auch die ganze Sendeeinstellungen und so weiter. Trotz, ihr habt ja, gut, war jetzt natürlich nicht so lange. Wir haben jetzt vielleicht 5 Minuten die Pole abgehabt, also die Stromversorgung gekappt gehabt. Sollte kein Problem sein, selbst wenn ihr es eine Viertelstunde macht und euch da Zeit lasst. Aber mehr als eine Viertelstunde braucht ihr für einen Wechsel für die Batterie, wie ihr gesehen habt, sowieso nicht. Alte raus, neue reinstellen, Pole wieder anklemmen. Und dann zum Schluss erst die Batterie befestigen, spart natürlich eine Menge Zeit. So, sollen wir gucken hier. Ach je, ein herrliches Wetter heute. Endlich kommt der Frühling. Nach den ganzen kalten Temperaturen, hat man jetzt natürlich keinen Bock mehr. Schnee und Eis und Kälte, dass jetzt endlich wieder der Sommer langsam zurückkommt. Obwohl wir natürlich erst Februar haben, darf man nicht vergessen. Aber wir haben heute schon stolze 10 Grad draußen. Wir haben jetzt gerade 11.45 Uhr und die Tage haben sie ja noch Temperaturen angesagt bis 16, 17 Grad hier in unserer Region. Und das für den Februar ist schon stramm. So, komm, wollen wir mal den vorne einfach mal vorlassen hier. Sind wir mal ein bisschen nett und freundlich, ne? Weil wir wollen das Fahrzeug ja auf Temperaturen kriegen. Gut, werden wir noch mal ein bisschen fahren. Und wir sehen uns gleich, wenn der Wagen auf Temperatur ist. Ja, jetzt haben wir den Wagen mal auf Temperatur gebracht. Wie gesagt, jetzt direkt nach dem Fahrzeugwechsel hier auf die Temperatur. Und dann halten wir gleich mal an. Und dann schauen wir mal, wie gesagt, Start-Stopp ist eingeschaltet. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Und ansonsten müssen wir wohl dann mehr oder minder nochmal warten. So, machen wir mal Gang raus. Und wie wir merken, passiert nichts, außer dass hier die hübsche Lampe von der Start-Stopp-Automatik angeht. Das heißt,
Er sagt jetzt auch hier, ja, Fehler, wie ihr es erkennen könnt, im Tacho, dass Start-Stopp ja, inaktiv ist. Das heißt, entweder müssen wir die Batterie anlernen. Das heißt, manche sagen, man soll 24 Stunden warten, 12, 24 Stunden. Das heißt, wir lassen jetzt 12, 24 Stunden die Batterie im Fahrzeug verbaut. Vielleicht lernt er sich alleine an, fahren morgen noch mal eine Runde und schauen nach, ob die Start-Stopp-Automatik dann funktioniert. Wenn nicht, bleibt uns nur der Weg, einmal zu Hyundai zu fahren, fünfmal in eine Kaffeekasse zu schmeißen und die Batterie da kurz anlernen zu lassen. Deshalb, wir sehen uns morgen wieder. Dann morgen, morgen, ganz sicher, irgendwann später. Die Nacht ist rum, 12 Stunden hat er jetzt gestanden. Gehen wir jetzt mal zum Auto und gucken wir mal nach. Also ich habe jetzt nach dem Stehen genauso gut anspringt. Ja, ein Träumchen. So, das heißt, wir haben jetzt 12 Stunden gewartet. So lange brauchen wir eigentlich in der Regel nicht warten. Aber wir haben jetzt 12 Stunden nochmal gewartet, dass ich das gesamte Energiemanagementsystem da, wie gesagt, selbst anlernen kann. Ups, immer die Brille ab. Heute ganz schön sonnig schon. Ja, jetzt fahren wir das Fahrzeug mal warm und schauen, ob Start-Stopp jetzt funktioniert. Das heißt, wir sehen uns gleich. Ja, Kinder, so, jetzt habe ich Auto warm gefahren, so 5-6 Kilometer mal gefahren, um zu schauen, dass er auf Betriebstemperatur kommt. Und jetzt halten wir einfach mal an und schauen, was passiert. So, kuppeln wir mal aus. Und siehe da, sagt er, hier zeigt er grün an, funktioniert. Also, was muss ich sagen? Der Mythos, dass die Autobatterie angelernt werden muss, ist puff. Ja, also lasst euch nichts erzählen, wenn ihr zur Hyundai-Werkstatt fahrt. Batterie selber einbauen. 4 bis 12 Stunden das Fahrzeug einfach ruhen lassen, damit das gesamte Energiesystemmanagement dort die Batterie anlernen kann, Temperatur, Ladezustand, Ruhezustand und so weiter. Dann wird es resettet, ins Steuerteil zurückgeschrieben automatisch, und wenn ihr morgens das Fahrzeug dann nach 12 Stunden anmacht, aber in der Regel, wie gesagt, dauern reichen 4 Stunden. Wie es bei anderen Modellen aussieht, wie gesagt, will ich jetzt nicht pauschalisieren. Also VW zum Beispiel, da muss es wirklich reinprogrammiert werden über die ODB2 Schnittstelle. Aber wie gesagt, bei Hyundai 4 Stunden lang mindestens das Auto verschlossen, Haube zu, da ist ganz wichtig drauf zu achten. Und dann lernt sich die Batterie selbst an, vorausgesetzt, ihr habt natürlich auch eine AGM Batterie gekauft. Von daher, ja, seid ihr in der Lage, dass die Batterie selber zu wechseln, ohne großen Aufwand, spart 200, 250 Euro, müsst ihr nicht anlernen, und der ganze Spaß ist in 10 Minuten Geschichte. So, meine Enthusiasten, dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie ihr alle ja gesehen habt, ist es kein Hexenwerk. Ihr mit ein bisschen handwerklichen Geschick wechselt ihr die Batterie in 10 Minuten. Der Initialisierungsprozess dauert nochmal 4 bis 12. Dafür bleibt das Auto ja eigentlich bloß stehen. Müsst ihr also nichts tun und spart natürlich noch einen Haufen Geld, wenn man schaut, selbst wenn ihr jetzt die teurere Warta-Batterie kauft oder eben halt die Black Magic AGM, die ich gekauft habe für knapp 109 Euro. Wo wir bei der Batterie noch gleich sind. Wie gesagt, der Verkäufer, wie gesagt, den Link zu den Batterien findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Berechnet der Verkäufer zur alten Batterie keinen Pfand. Was macht ihr mit der alten? Die alten Batterie, die könnt ihr bei der Tankstelle auf Wertstoffhöfen entsprechend abgeben. Der ADAC, dort könnt ihr die kostenlos abgeben. Oder auch manche Werkstätten nehmen die auch kostenlos entgegen. Die, wenn sie die abgeben, kriegen die auch noch Geld dafür. Also von der Seite her ist es eigentlich relativ easy, die alte zu entsorgen. Auf jeden Fall aufpassen, nicht im Hausmüll, da hat so eine Batterie nichts zu suchen. Wie anfangs ja erwähnt, habe ich ja gesagt, gibt es heute auch was zu gewinnen. Zwei Sachen, dazu kommen wir später. Und zwar, ja, heute wieder gibt es, habe ich gesagt, für die Batterie vielleicht noch nicht am Ende ist und noch keine neue brauchen, sondern einfach nur mal vielleicht zwischendurch laden wollen, verlose ich heute dieses anfangs erwähnte Ladegerät. Die nicht drauf warten können, ja, wie gesagt, Link dazu auch nochmal in der Beschreibung. Und ja, wunderbar, wie gesagt, im eingebauten Zustand könnt ihr das Fahrzeug damit laden, sowie auch eine Repair-Funktion nutzen. Was müsst ihr tun? Wie immer,
kennt mich ja, schreibt irgendwas Nettes in die Kommentare rein, wie Micha hat ja auch schön oder keine Ahnung, irgendeine tolle Anekdote. Ihr wisst, eure Fantasie könnt ihr da freien Lauf lassen. Und dann lasse ich das nach 14 Tagen nach Veröffentlichung des Videos dem oder der Gewinnerin entsprechend zukommen. Ja, was sonst? Gut, haben wir es richtig rum? Genau. Ja, checkt auf jeden Fall, hier habe ich noch was Tolles. Checkt auf jeden Fall auch mein Instagram-Profil i30nsolution. Dort werde ich parallel gleichzeitig heute mit Veröffentlichung des Videos auch ein kleines Instagram-Gewinnspiel starten. Und da gibt es hier so ein kleines 3D-N-Logo zu gewinnen. Das könnt ihr euch auch noch beleuchten. Könnt euch das in ein Fahrzeug reinstellen, unten da, wo die Ladematte ist oder oben am Radio. Und direkt am USB anschließen. Aber die ist wie gesagt nur ohne Lampen. Ne? Könnt ihr dann selber entsprechende RGB-Strip verbauen. Ja, wie gesagt, schaut vorbei, Instagram. Und dort gibt es dann das Ding zu gewinnen. Lasse ich dann auch dem oder der Gewinnerin dann entsprechend zukommen. Ja, das war es eigentlich schon wieder mit dem Video. Herrlich, wir haben Februar und es sind 14, 15 Grad draußen. Natürlich vor der Woche hatten wir schon noch minus 20. Deshalb, ach, man kann die Frühlingsduft und den Sommerduft schon riechen. Nicht so schwer mit meinem Bau. Kriegt ihr alle hin. Von daher, wenn ihr Fragen habt, schreibt unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch, ja, wenn das Video euch gefallen hat. Und wenn ihr irgendwelche Sachen wissen wollt, schreibt in die Kommentare, schreibt mich bei Instagram an. Helfe euch immer relativ sehr schnell weiter. In diesem Sinne, ciao, ciao, euer Micha.